Hallo, begrüße zu meiner Wochenausgabe Nummer 33. Wir schauen uns wie üblich diverse Märkte an, was in der Vergangenheit gewesen ist, kleiner Rückblick und natürlich, wie die kommende Woche sein könnte. Am Ende werden wir uns auch einen Rohstoff, eben das Naturgas, anschauen und auch eine Schlagzeile, die heute veröffentlicht worden ist. Bezüglich der EU eines Deals, wo man sich eigentlich auf den Kopf greift, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut. Aber wie gesagt, erst am Ende des Videos, welches so um die 10 Minuten in etwa dauern wird. Starten wir gleich wie üblich mit dem Vergleich. Und zwar der vergangenen Woche, diverse Investments. Ja. Wir sehen den Wochengewinner, das ist das Öl, welches da einerseits einmal kräftig zugelegt hat, um die 7%, aber dann noch die Hälfte wiederum abgegeben hat. Also etwa die Hälfte hat es wieder abgegeben. Gehen wir wegblenden. Dann auch der Bitcoin hat etwas zugelegt gegen Mitte der Woche, um das wieder komplett abzugeben, ja sogar 2% ins Minus zu gehen und eigentlich die komplette Woche unverändert. Also sehen wir hier 100%, ja, also es hat sich eigentlich gar nichts getan. Können wir auch ausblenden. Na. Dann auch haben wir das Gold, legte 1% zu. Hier waren wir sogar schon etwas höher, 1,4%. Ja, dann ist wieder zurück runtergegangen, also auch nichts Wertbewegendes. Und jetzt kommen wir zu den Indizes, welche zu Beginn der Woche kräftig verloren haben. Da sind wir auch einmal short gegangen. Und dann noch am Mittwoch, wenn ihr euch noch erinnert, das war das Mittwochsvideo. Und zwar nämlich live um 12.35 Uhr, wo ich zur Longseite geraten habe, aber das schauen wir uns noch etwas näher an. Ja, das war dann nachher die Initialzündung nach oben, als die Zahlen gekommen sind um 14.30 Uhr. Ich glaube, eine kleine Wette habe ich da sogar laufen. Nein, gar nichts. Mit einigen User, die sehr skeptisch gewesen sind, aber nichtsdestotrotz. Es ist dann kräftig nach oben gegangen, sogar am Donnerstag noch einmal höher. In diese Bewegung hinein sind wir short gegangen. Also einerseits hier long, dann sind wir da mal kräftig short gegangen. 6 Positionen hatten wir sogar inne. Erste hier da raus oder die ersten paar hier raus. Und dann auch am Folgetag haben wir da hier dann auch alles verkauft, oder ich habe es empfohlen, alle zu verkaufen, um eben dann heute am Freitag eine Long-Position einzugehen, die wir dann auch um 22 Uhr geschlossen haben. Soweit jetzt da die Indizes. Ich beziehe mich da jetzt auf die Nasdaq, habe ich jetzt die ganze Zeit gesprochen, eben Short und dann Long und so weiter. Fangen wir auch gleich mit der Nasdaq als nächstes an. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier einerseits die blaue Prognose, welches ich im vergangenen Jahr im Dezember vorgestellt habe, die allerdings jetzt da hier unten etwas in Schleudern gekommen ist. Also ich bin da eigentlich schon einmal davon ausgegangen, dass wir da einen Weg runter sehen sollten. Aber wenn ihr euch dann auch erinnert an das Video vor etwa 3 Wochen, da bin ich dann mega bullish geworden. Mit dem Ziel daher nach oben und jetzt hat er diese Schwankungen hin und her. Okay, gut. Wo stehen wir jetzt da? Ja, wir stehen nirgendwo anders wie hier an dieser Trendlinie. Wir sind da sogar schon ein bisschen drüber gegangen. Jetzt könnten wir ja sogar noch höher laufen. Das Szenario grau wäre, dass es dann noch höher geht und dann auch erst nach unten eine größere Korrektur. Thema Wahlen, USA und so weiter. Dass wir da jetzt ja gleich am Montag beginnen zu kippen und nach unten marschieren, das wäre die andere Variante. Glaube ich fast jetzt dann nicht mehr. Ja, also ich tendiere jetzt schon langsam, aber sehe ich ja fast so zu grau, also dass es hier da noch höher geht und dann auch erst nach unten. Aber das wird jetzt der kommende Woche uns zeigen, wie es wirklich genau läuft.
Ja, wie gesagt, man muss anerkennen, Blau ist eigentlich der Move da nach unten zu den finalen 9700, ist vorerst ausgeträumt. Ist hinter deiner Sitz long und da hier, da waren ja diese 16.500, die ich bis da hierher gehalten habe. Ich hatte da zwar mehrere Positionen, also zwei, eigentlich habe ich sogar vier Positionen gehabt, aber da habe ich da schon eine verkauft und nachher da hier noch eine, dann nachher hier unten sogar auch noch etwas und die letzte Position, die habe ich heute hergegeben am Freitag. Auch die 1500er Position hier, 15, genau, da war das, 15.000er Position, auch diese, der wurde auch schon einmal reduziert. Ich reduziere immer wieder da in bestimmte Tiefs rein. Den Rest halte ich da. Auch da habe ich jetzt da alles verkauft, was eben gegangen ist. Also ich habe jetzt keine Short-Position mehr. Und heute noch einmal kräftige Long-Position inne gehabt, habe ich gerade vorhin gesprochen. Auch das ist jetzt erledigt mit 22 Uhr Position raus. Und für kommende Woche schaue ich mir das dann auch wiederum genauer an. Am Sonntag im Premium-Dienst sprechen wir darüber. Oder bis dahin werde ich meine Gedanken zu Papier bringen, wie ich es tatsächlich dann auch sehe. Rückblick auf das Video vom Mittwoch. Na, warte mal, da müssen wir dann nochmal umschalten. Habe ich da noch das eine? Ich suchte jetzt etwas. Ja, genau, das war das eine. Da habe ich noch einmal die Longseite empfohlen. Genau. Ja, das ist das Grüne. Genau, da habe ich das noch angesprochen. Das ist jetzt der Index, wohlgemerkt. Das ist das Szenario, wo ich jetzt schon langsam aber ein bisschen hin und her schwanke. Aber wenn ihr euch erinnert an das Video, ja, da habe ich einerseits Apple, genau, schauen wir uns jetzt erst einmal Apple an. Da haben wir die 164 im Video, da habe ich dann nachher davon gesprochen, ja, dass das Ding da halt jetzt dann nachher weiter nach oben laufen sollte. Genau, da bin ich da, diese Hochs, da habe ich dann auch eingezeichnet. Ihr kennt das Video, ich verlinke es das ganz einfach auf der rechten Seite oder von euch aus, ja, doch von euch aus der rechten Seite. Genau, da habe ich das da einzeichnet, dass wir da jetzt dann nach oben gehen könnten an diese Linie. Da messe ich das dann nachher noch einmal durch, wie viele Prozente das sein könnten. Eben um die 4% habe ich mir da ausgerechnet. Und schauen wir uns jetzt das ganz einfach live an. Also da bei 64 soll es losgehen. Das Ziel könnte hier oben sein. Und siehe da, da sind diese 64. Ja, viel fehlt da eigentlich nicht mehr nach oben. Und dann noch ist halt die Frage, wirklich nach unten kippen oder geht es dann nachher noch höher? Ja, werden wir sehen, ist noch im Offenen. Also derzeit ist wie gesagt lang noch drinnen, bisschen könnte noch weitergehen. Bei uns in Österreich ist am Montag Feiertag, also ich werde ein bisschen mehr offline sein, mit Familie und so weiter unterwegs. Also da wird es ein bisschen weniger Aktivität meines. Ich werde am Handy zwar schauen, bezogen jetzt für all jene, die auch auf Discord sind, gibt es einen Link unter dem Video, wie ihr zu Discord kommt. Ja. Okay, gut. Im Video habe ich dann nachher auch am Mittwoch eingezeichnet. Da muss ich da das jetzt nochmal da schauen. Ja, genau, da habe ich das dann noch eingezeichnet. Also, dass das wirklich im Vorhinein gewesen ist. Dass ich da hier jetzt davon ausgehe, dass wir da diesen Move nach oben gehen sollten. Eben da die grüne Linie. Genau, ich scroll das ein bisschen schneller vor, sonst werden wir dann nicht mehr fertig. Genau, da habe ich das dann nachher schon einzeichnet. Genau, und das haben wir jetzt da ja eh dann nachher da hier gesehen. Aber ich verlinke euch das Video noch einmal. Da, das haben wir jetzt da gesehen. Also, wer da wirklich das durchgezogen hat von hier unten bis hierher, hat in etwa um die 500 Punkte mitgenommen. Zur Erinnerung, das war noch vor 14:30 Uhr, vor dem Schuss nach oben, was wir gerade vorhin im Future gesehen haben, da diesen Sprung nach oben. Das war noch davor. Ja, es hat dann auch dann nachher diese Bewegung nach unten gegeben. Da sind wir gleich wieder short gegangen, oder ich habe empfohlen, gleich wieder zu shorten und dann wieder nach oben reinzugehen heute. Also in Summe gesehen, wenn man die ganze Woche Revue passiert, sind
sind das nur unter Anführungszeichen um die 140, 150 Punkte gewesen, von hier aus jetzt gerechnet bis hierher. Wer getradet hat, konnte in dieser Woche mit meinen Ansagen 1300 Punkte mitnehmen. Einerseits Short, Long, wieder Short und gleich wieder Long. Also vier Positionen. Ja, das war diese Woche wirklich das Maximum an Treffern, was da innen gewesen ist, was da meinerseits tatsächlich aufgegangen ist. Ja. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Frage, kippen oder kippen wir nicht, aber das entscheiden wir dann noch, oder sehen wir dann noch Anfang der Woche. Das Thema haben wir auch gerade gesprochen. Als nächstes kommen wir zum Dow Jones. Ja, das ist jetzt wiederum aus meinem PDF ein Rückblick. Da spreche ich auch davon, mich führt auf die Long-Seite. Also da geht es jetzt da auch noch oben an diese Trendlinie. Da sind wir jetzt auch schon schön den Weg nach oben gegangen. Ein bisschen könnte noch drinnen sein. Wir haben da dieses Hoch und dieses Hoch. Also diese Linie, die wird da aufgelegt. Dass ihr da auf den Hintergrund seht. Da ist ja wieder Kreuzwiderstand. Vielleicht haben wir da einen Fehlausbruch noch. Also wir könnten da noch ein bisschen nach oben gehen. Und danach, ja, dann muss man neu schauen, was passiert. Kommt eine heftige Reaktion? Kommt sie nicht? Was passiert dann auch weiter? Der Fear & Greed Index, auch dieser ist jetzt da über das Hoch hinausgegangen. Da habe ich am Mittwoch schon gesprochen. Ja, da kann es rausgehen oder kippt man doch. Kurzfristig einmal weg, aber ich habe da eh in der die Long-Seite. Ja. Nächstes Ziel könnte da jetzt die 80 in etwa sein, aber dann kommen wir schon wiederum in den überkauften Bereich hinein und dann schauen wir weiter. Nächste Woche ist es auch dann nachher endlich soweit. Da habe ich mich vor einer Woche ein bisschen vertan. Da muss ich das jetzt so also rüberschieben, dann sieht sich das besser. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Da können wir da das Bild auch wieder dazu machen. Ja, Henkel ist am Montag, kommen die Zahlen am Vormittag raus. Da gibt es auch schon eine Short-Position meinerseits oder eine Überlegung heute mal. Eine Short-Position, die im Plus, wieder Minus, also der schwankt da hin und her. Ich gehe davon aus, dass die wiederum negativ überraschen werden und nach unten plumpsen. Und dann werde ich die Position einmal in den Stop-Loss weiter ins Plus ziehen. Dann haben wir am Dienstag Walmart, vorbörslich, also zur Mittagszeit. Und danach wird es eigentlich schon immer dürftiger. Tencent haben wir, also chinesisches Unternehmen. Cisco haben wir noch. Snap, was? Snap, wir kennen nicht. Okay, uninteressant für mich dann nachher. Ja, Semperit, okay, gut, das ist auch weniger. Ansonsten. Ja, gibt es eigentlich. Ja, und danach gibt es auch diese Aktie, von der ich davon ausgehe, dass da eben die Short-Seite interessant wird. Okay, ich merke gerade, dass das Video doch länger wie 10 Minuten dauern wird. Sind wir schon bei 13 Minuten. Kommen wir noch ganz schnell noch zu den letzten drei Märkten. Öl, da sind wir nicht über diese Linie hinausgekommen. Also das könnte jetzt tatsächlich wiederum nach unten kippen. Gold. Ja, da gehen wir den Umweg nach oben. Also, da haben wir auch schon drüber gesprochen letzte Woche. Bitcoin, da geht es in Schwankung intensiv rauf, runter, rauf, runter. Also, das läuft eigentlich auch plan gewesen. Premium-Dienst habe ich schon ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt da als nächstes kommen wir zu dem Thema Gas. Eine alte Prognose aus dem vergangenen Jahr. Da sind wir da jetzt da schon recht hurtig unterwegs. Da war da die Kaufempfehlung. Und diverse Rückschläge, da war dann nachher noch einmal neu hineinzugehen. Jetzt schwanken wir da intensiv da hin und her. Da sind wir, glaube ich, noch einmal neu hineingegangen. Also, wir haben da diese diese Bewegung nach unten immer ausgespart. Aber jetzt könnte es dann nachher wirklich bald nach oben hin ausbrechen. Bezüglich des Artikels gleich gehen wir da ein. Die EU hat mit Aserbaidschan eine Vereinbarung geschlossen. Ganz stolz ist man da jetzt da darauf, darüber, dass es halt da eben eine Kooperation gibt und alles Mögliche, aber erst ab 2027, also ein kleiner Witz in 5 Jahren. Und während man sich genau ein bisschen recherchiert, aber da war es ja auch selber googeln, ich würde die Links gar nicht reinstellen.
Fakt ist, Aserbaidschan bezieht zu 50% derzeit das Gas aus Russland. Also mit anderen Worten, und das wird man noch steigern, wohlgemerkt, denn die ihrerseits haben auch wiederum Liefervereinbarungen, langfristige Liefervereinbarungen, mit Optionsklauseln ein höheres Volumen zu kaufen zu einem bestimmten fixierten Preis. Das Ganze ist leider halt in Englisch zu finden, aber Frau van der Leyen kann eigentlich sehr gut Englisch und sollte eigentlich diese Verträge auch kennen. Wenn ich als absoluter Laie sogar diese Verträge finde, dank Google, dann sollte das die Dame auch finden. Also mit anderen Worten, eine Verarschung sondergleichen. Man kauft über den Umweg Aserbaidschan russisches Gas. So, das war es jetzt zu diesem Thema. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann noch live am Mittwoch wieder.